So, wir sind hier im Zivilamt und suchen eine Vermittlung für einen neuen Job. Ja. Hallo. Wie kann man helfen? Ich suche Arbeit. Ja, dann komm mit. Und ich suche einen Führerschein. Ja, also sind Sie gerade neu? Sind Sie neu hier oder? Ja, genau, richtig. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Ach du Scheiße, den weiß ich nicht, ob ich den dabei habe. Ich schau mal nach, Mann, ja? Mhm. Hier, bitteschön. Ich glaube, sie hat gar keinen Bock. Da wäre sie einfach netter gewesen, glaube ich. Ah, seitdem erst, also wann sind aber eine also Arbeitslosenbescheinigung haben sie schon geholt. Ja, genau, richtig. Haben sie eine Vorstellung, was sie machen wollen? Irgendwas, wo man viel Geld verdient und wenig arbeiten muss. Leichter gesagt als getan. Also irgendwas, wo halt wirklich gut, wo man gut Geld macht. Ja, egal, ich mache alles, egal was. Hauptsache gut Geld. Okay, ich kann Ihnen halt nicht sagen, wo man gut Geld verdient, also okay. Die Unternehmen, die haben alle andere verschiedene Gehälter halt, ne? Und Sie können nicht sehen, was das höchste Gehalt ist? Nein. Okay, Mann. Und was haben Sie da so im Angebot? Ich würde gerne vielleicht einen Führerschein mal machen, aber ich glaube, der wird nicht so benötigt, oder? Ja, doch. Ach so. Ja, hat 1500 bei uns. Wie viel? 1500. Ach du Scheiße. Können Sie mir das auslegen oder so? Nee. Ach du Scheiße. Ja, nee, was, der PKW? PKW, ja. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel LKW und PKW machen wollen würden, wären Sie bei 3000 insgesamt. Ach du Scheiße. Lassen Sie mich mal nachgucken. Das wird heute nix, glaube ich. Ich guck mal nach. Ja, knappes Ding. Ja, dann, wie gesagt, Sie können ja unten, können Sie auch einen vorläufigen Führerschein für 350. Ja, aber ist schon sehr teuer, gell? Ja, 7 Tage ist ja gültig. Das ist kein 5M, nein. 7 Tage kostet 350, oder? Ja. Okay, ja, ist halt vorläufig halt. Ja. Und habt ihr da irgendwie was zum Arbeiten, also was Gutes oder so, gerade? Wird irgendwas benötigt? Naja, also wir haben mehrere Jobangebote, wir haben... FD sucht Sanitäter, beziehungsweise Studenten Pflegekräfte. Ach du Scheiße, das kann ich glaube nicht. LS Logistik sucht Mitarbeiter. Was machen die? Liefern Sachen aus oder fischen und sowas. Also machen so Fischer und liefern Sachen halt aus. Also Lieferanten. Also so eine Großlieferanten. Die Geschäfte. Ja, das ist halt wie. Wenn jetzt, bei uns der Supermarkt Sachen braucht oder der Dönerladen oder sowas, die paar Sachen braucht, dann das klingt gut. Zutaten. Ja. Da wäre zum Beispiel dann halt Alice Security sucht noch. Mhm. Empire Group sucht noch Mitarbeiter, also Sicherheitsleute, DJ beziehungsweise Personal für Einlass- und Gästebetreuung. Candy Shores, Family Life, Digga. Waren die Bullen einfach unkompetent, Digga. Für Motorräder. Die waren einfach richtig dumm. Supermarkt sucht noch Leute von 10 bis 15 Uhr. Nee, ich glaube so ausfahren oder so. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Naja, die fahren ja dann nicht nur, die machen auch Leute andere Sachen, soweit ich weiß. Ich habe nicht so die Ahnung, was die bei Logistik machen. Okay. Ja, aber Logistik, glaube ich, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, Digga, ich wurde bei Family Life einfach ausgeraubt, Bro. Hab den Bullen das geschildert, es war offensichtlich. Justin White. Habt ihr hier viel zu tun? Also so kundschaftmäßig? Gerade nicht viel. Also außer jetzt die. LSL. Hast du dann einen Link, wie ich das runterlade? Orgv,
Ja, da, also Ortwi hat auf jeden Fall Einreise. Ja, Homestate hat eine Einreise eigene. Und ja. Muss eine gute Story erklären können. Oder ich lehne mich nach vorne. So, dann habe ich hier jetzt auf jeden Fall schon mal auf die Liste von Logistik eingetragen. Okay, ja, das klingt gut. Aber ich kann Ihnen halt jetzt noch nicht sagen, wie lange oder was da jetzt rauskommt. Also, Ja. Wann jetzt halt das nächste Bewerbergespräch ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich muss ein richtiges Bewerbungsgespräch führen? Ja. Ach du Scheiße, okay. Und für jetzt irgendwas zum Arbeiten oder so? Nee. Gar nichts? Ich muss an Kohle kommen, Mann. Müssen Sie, also auf allen Firmen, also in allen Jobs, die wir hier anbieten, müssen Sie definitiv ein Bewerbergespräch machen. Das also ist Sie können einfach nicht mehr. Das Einzige, was Sie machen können, was ich Ihnen anbieten kann, ist Vermittlungsschein ausstellen. Der Vermittlungsschein ist dafür da, dass Sie halt in drei Unternehmen, also drei Minijobs arbeiten können. Sie müssen sich halt einer der drei aussuchen. Mhm. Da können Sie halt dann zum Beispiel bei GoPostel arbeiten. Bei GoPostel brauchen Sie einen Pkw-Führerschein. Reicht auch der vorläufige, der, wie gesagt, der unten bei der Frau Müller zu holen ist. Kontrollieren die das? Ja. Scheiße. Dann Stone Cement Worker haben wir auch als Minijob. Da brauchen Sie einen LKW-Führerschein. Reicht auch der vorläufige. Mhm. Oder Kiesling AG. Also ich kann ja mal erklären. Also GoPostel ist halt der Paketlieferservice. Cement Worker ist halt, da liefern Sie Zement an den Baustellen aus. Ja. Und Kiesling AG ist halt, da liefern Sie, also beladen Sie Kies und liefern die halt bei den Baustellen aus. Sie würden halt in der ersten Stunde $225 bekommen, in der zweiten 200, in der dritten 175 und ab der vierten noch 125. Bedeutet, wenn Sie heute keine Stütze bezogen haben, nee, hab ich nicht. Und heute noch 4 Stunden arbeiten würden, also 4 Stunden jetzt noch bei GoPostel zum Beispiel arbeiten würden, dann würden Sie insgesamt $750 heute noch bekommen. Wenn ich 4 Stunden arbeite? Ja. Ach du Scheiße. Das ist das Einzige, wo sie jetzt noch relativ schnell Geld haben. Oder sie suchen sich halt einen richtigen Job, wo sie dann halt auf dem Festgehalt bekommen, wo sie halt dann auch mehr verdienen könnten, wenn sie dann halt befördert werden. Mhm. Das ist halt... Hey, das ist Ortwi, Bro, oder nicht? Halt, bei Logistik sind sie jetzt als Suchend eingetragen. Mhm. Halt so und man meldet sich dann bei mir, oder wie? Genau, wir melden uns dann bei Ihnen, wenn ein Bewerbergespräch da ist. Offen wäre, ja. Und genau, und dann, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall wenn sehr gut. Erreicht, wenn sie dann erreichbar sind, dann wird sie halt gefragt, ob sie Zeit haben. Sie sollten aber dann an dem Tag am besten keine Stütze mehr beziehen. Okay, und wenn ich die Stimmung bezogen habe. Dann können sie den Arbeitsvertrag nicht unterschreiben. Dann müssen sie einen Tag warten, bis sie den Arbeitsvertrag unterschreiben können. Okay. Deswegen immer 24 Stunden vorher können sie keine Stütze, sollten sie dann halt vor Bewerbergespräch keine Stütze mehr beziehen. Aber das kann, ja, scheiße, das kann ich ja nicht abschätzen, Mann. Ja doch, denn wir rufen sie ja nicht 10 Minuten vorher vor Bewerbergespräch an. Wir rufen sie ja schon ein paar Tage vorher an. Also ach sie so, können es natürlich okay. Einschätzen, natürlich. Also das können sie auf jeden Fall. Luni! Hallöchen! Ja. Ja, okay, das klingt sehr gut. Ich kann ihr halt, wie gesagt, ich kann auf jeden Fall noch ein Vermittlungsschein ausdrucken, wenn sie wollen. Mhm. Wenn sie aber sagen, nee, sie wollen da nicht arbeiten bei den drei Unternehmen. Oder bei einem der drei Unternehmen, dann ist es auch okay, dann brauche ich ihn nicht ausstellen, wenn sie sagen möchten. Sie. Nee, erstmal nicht. Okay. Alles ja. Klar, ja, dann bedanke ich mich. Ja, und hoffe auf einen Anruf. Ja, Anruf kriegen sie auf jeden Fall, nur wir wissen noch nicht wann. Also müssen sich ein bisschen gedulden. Ja, das klingt sehr gut. Okay. Super, dann Dankeschön, ja? Ja, nichts zu danken. Schönen Tag noch. Ebenso, ciao. Ciao. Für $100 gehe ich nicht arbeiten. So eine Scheiße hier.
Saftladen. Was hat der für ein geiles T-Shirt? Ach so. Was hier wieder für fette BMWs und so stehen, Alter. Oha, Digga. Oha. Das ist natürlich ein edler Wagen, Alter. Holy shit. Hat GTA nicht sogar jetzt auch wieder so einen neuen Wagen drinne? Bin wieder da. Ohne BH. Leute haben diskutiert. Und wie geht das? Ich bin wieder da. Ohne BH. Leute haben diskutiert. So. Würdest du, wenn deine Tochter 13 wäre, in Gelnägel erlauben? Ihr Gelnägel erlauben? Boah, schwieriges Ding. Aber ich würde sagen, ja. Doch. Doch. Also ich würde doch, doch. Ja, ich, ja, ja, auf die Nägel. Wohin soll sie sonst kommen? So, wo gehe ich jetzt arbeiten, Leute? Ich will ja noch ein bisschen so mal gucken hier, ja. Ich will jetzt... Weil, egal. Also, klar, auf dem Server ist ja wichtig, dass man ja nicht einfach viel Geld machen kann, so easy und sowas. Okay, wir waren da unten schon. Was das ist, keine Ahnung. Safe Story. Meine Eltern erlauben es mir nicht. Oh nein. Also, ich würde schon erlauben, weil... Und schminken würde ich ja auch im Grunde erlauben, so, weißt du? Wir haben nur 6000, aber es muss halt vielleicht nicht in der Schule schminken oder so. Hm. Man muss halt immer aufpassen, dass das halt nicht aussieht wie, keine Ahnung was. Wo ist denn hier diese Rennbahn, Bro? Ich würde so gerne mal diese Rennbahn sehen. Wo haben sie diese Rennbahn hingebaut? Das kann doch eigentlich nur... Ach, lol. Beim letzten Mal war das Gefängnis da nicht. Das kann doch nur hier so unten sein oder so, oder? Go Postal. Sing Go Postal. Das ist diese Rennbahn, Digga. Wegen Schadstoffen. Ja. Sie meinen es doch nur gut. Ja, du darfst das nicht böse sehen. Wirklich nicht böse sehen, weil, ja, die meinen es halt wirklich einfach nur lieb. Renndaten. Liga Stand 1 von Rennen. Ich würde so gern mal dieses Rennen fahren, Bro. Aber wo ist denn diese Rennstrecke, Bro? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist die Rennstrecke doch immer hier so unten, oder? Oder halt hier wirklich hier unten irgendwo am Hafen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass hier unten am Hafen ist. Lol. Ach so. Lol. Luna, kann ich auf einer auch verstehen, merke es selber, deine eigenen Nägel gehen davon nur kaputt. Ja, okay, dann ist auch scheiße. Ja, Chrissy, ist so, Digga, gell? Ich fahre so eine Gammelkarre, die nicht einmal mir gehört. Die habe ich ja sogar ausgeliehen, weißt du? Die ist ja vom Samuel ausgeliehen. Das ist nicht einmal meine. Weißt du, das ist nicht einmal meine, Alter. Das ist ja... Wo rennt der hin? Der... Okay. Ach du Scheiße. Wir müssen den auf jeden Fall voll tanken, Freunde. Wir haben jetzt hier... ja, wir fahren die ganze Zeit Kilometer drauf, Alter. Dafür darf ich mir im Sommer meine Haare färben. Ja, okay, aber schau, Looney, das ist doch lieb von deinen Eltern. Weißt du? Sie sagen nicht so, ja, nee, du darfst das nicht, sondern sie sagen, hey,
Gegelnägel nicht, weil du halt 13 Jahre alt bist, so, was man verstehen kann. Aber hey, wenn du willst, kannst du deine Haare färben. Dann mach lieber deine Haare färben, weil für was brauchst du gegelte Nägel? So, oder? Oha, was ist das denn? Oha. Oha, Digga. Oha, Digga. So, wisst ihr, wie ich meine? Besser als laufen. Laufen ist ja gesund. Wie laufen? Ah, hier unten muss die Grove sein. Yo. Ja, das ist aber wirklich lieb. Gehen so oder so kaputt. Die Nägel, ja eben. Und dann ärgerst du dich, wenn, ja. wenn sie kaputt sind. Aber Haare werden Ausschälen bekommen. Lul. Ja. Aber die kannst du immer abschneiden. Gut, die Nägel wachsen ja auch immer nach. Hast du schon recht. Okay, hast du schon recht. Ja, okay. 1-0 für Looney. Wir haben eh nur 2 blonde Strähnen. Ja, süß. 2 blonde Strähnen, das sind ja easy. So, jetzt müssen wir mal schauen. Immer abschneiden, ja. Oha. Oha, da ist auf jeden Fall irgendwas. Fühle ich. Ich habe bei mir in der Klasse 3 Emos, womit wir nur noch 3 normale... Dicker. Hey. Ja, Emos ist halt einfach nur eine Richtung, Bro. Ja, die sind genauso lieb. Die haben genauso Gefühle, sind nette Menschen so. Du bist ja lustig, Digga. Oha, ein Audi steht hier. Ich vergiss immer, dass ich hier, Und hier leckt halt gar nichts, gell? Hätte ich jetzt da eigentlich rüberfahren können? Mit meinem Auto? Ah, da kann ich rüberfahren. Ach, lol. Warum steht man dann hier? Verstehe ich nicht. Die Nägel sehen zwar sehr schön aus, aber wenn man mal dran denkt, dass man alle 4 Wochen Nägel neu machen lassen muss, ist auch sehr viel Geld. Ja, und Nägel machen kostet bestimmt eh richtig viel Geld, oder nicht? Oh nein! Ach komm! Ist das... Ach, das ist offen für alle. Oha, wie geil, Alter! Was? Oha! LOL! Digga, die haben richtige V1-Autos, oder was? LOL, wie geil ist das denn, Alter? Ach, scheiße, die haben auf jeden Fall auch alle fette Autos. Alter, wie geil ist das denn? Alter, okay, Alter, was haben die denn für Autos hier, Digga? Die haben einfach Formel 1 Autos. Digga, lul. Ey, ich will mal fahren, Alter. Das wäre... Alter, das sind anscheinend irgendwelche Mechaniker oder so. Fahren die hier? Fahren die gerade? Oh mein Gott, Digga. Darf ich da einfach so rüberlaufen?